Reaktor brauchen wir genauso sehr wie die. Das ist alles nur ein Traum, oder? Ich fühle mich hundeelend. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ohne Strom sind wir total aufgeschmissen. Das Chaos wird sich auch auf Sektor 7 auswirken. Shinra wird schon irgendwie recht. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Ob die Shinra erpressen wollen? Hey! Redet keinen Stuss! Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Ich tue einfach, als ob ich schlaf. Hoffentlich kommen wir bald an, was? Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Makrostadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Makro-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. Willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Na, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Bin ich froh. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt ihr nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh?
Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Haben Sie meinen Mann? Wie ist die Stimmung in dem Zimmer? Ich bin richtig ausgehungert. Es wird echt hart. Hey. Was? Heute Nacht lasse ich dich nicht. Ist was? Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute. Ein Samuel. Mein Bruder klebt die ganze Zeit. Shinra meint, dass eine... Die auf der Platte? Ja? In der ganzen Stadt. In Sektor 8 waren alle Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla, bla, bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Völlig verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Kätzchen. Und du? Ich werde natürlich erstmal den Einsatz analysieren. Ja, klar. Donnerwetter. Sieht gar nicht schlecht aus. Passt nicht zu. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Wegen der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Ich brauch noch ein bisschen. Spiel doch in der Zeit mit Marlene. Was, ich? Wer sonst? Na? Du Dreckskerl! Hey, Barrett! Hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lenchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Ist was? Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen.
Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Das hat mich richtig wachgerüttelt. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gil wie abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das kommt von nebenan. Hey, alles okay? Ich komm rein. Reunion.
schwer krank und kriegt kaum noch was mit. Die Vermieterin hat mich gebeten, ein bisschen nach ihm zu sehen. Kannst du ja auch mal tun. Klar. Hallo, du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn's um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Gehe wieder hin. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken, ob ich musste mir auch Stan, da bist du. Die Lieferungen aus Sektor 1. Alle heulen rum, weil sie heute nicht zur Arbeit kommen. Der eine Tag Gehalt. Was haben die?